Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie gerne was fragen. Warum finden wir es eigentlich alle toll und einen Bildungserfolg, wenn Kinder bilingual deutsch-französisch, deutsch-italienisch, deutsch-spanisch aufwachsen? Aber wenn sie deutsch-türkisch, deutsch-kurdisch oder deutsch-arabisch aufwachsen wollen, fürchten wir uns und glauben, das sei ein Integrationshemmnis. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir leben in der Tat international in nicht ganz einfachen Zeiten, und das Verhältnis zwischen Deutschland bzw. der Europäischen Union und der Türkei in Zeiten eines Erdogan ist hiervon nur ein Beispiel. Aber wollen wir deshalb wirklich in den Debatten zurück in die 80er Jahre kippen, und wollen wir mit Herrn de Maizière gehen, der sich panisch dazu verleiten lässt, zu sagen, wenn es mit der Integration der Menschen nicht klappt, dann müssen wir eben wieder zurück. Wollen wir wieder zurück in die 80er Jahre, muss ich Ihnen dann wieder sagen, liebe CDU, wenn Sie sagen, da klappte was nicht, dann sage ich, Sie haben es doch überhaupt noch nie richtig versucht. So eine Haltung, die nach hinten will, macht mich wütend, und die eben auch jetzt sagt, wir kriegen jetzt immer noch nicht geklärt, wir kriegen immer noch nicht ausgesprochen, dass wir ein Einwanderungsland sind, wer aber ausblendet, was Realitäten sind, der kann sie auch nicht steuern und sollte dann auch sich nicht in falsche Anklagen retten. Und ich sage deshalb, wer in Integrationsfragen, wer in interkulturellen und interreligiösen Fragen, sollte niemand rumpfuschen, der selbst keine Geduld, keine Neugier, aber schlechte Nerven hat. Sie dann aber einseitig von anderen einfordert. Herzlich willkommen ist aber jeder und jede, der über Empathie und ein Herz für die Menschen verfügt und neugierig ist auf sie. In dem Zusammenhang möchte ich mich bei meinem Kollegen Turgut Altürk ganz, ganz herzlich bedanken für sein Engagement und unsere gute Zusammenarbeit, die zum Beispiel dazu geführt hat, und ohne dich, Turgut, hätte ich das nicht geschafft, die maßgeblichen kurdischen Vereine und Verbände Berlins alle an einen Tisch zu holen, wo sie so oft noch nicht gemeinsam saßen. Und mit ihnen darüber zu sprechen, wie wir dezidiert jenseits jeder politischer, geschweige denn außenpolitischer oder religiöser Fragen, Kurdisch als Sprache in den Berliner Schulen voranbringen können. Und mittlerweile haben diese Verbände eine AG Kurdisch gegründet, die sich regelmäßig trifft. Sie haben geklärt, wer von ihnen die Federführung hat. Sie arbeiten jetzt alle gemeinsam daran, die Nachfrage zu erheben, interessierte Schulen zu finden und über die notwendigen Qualifikationen für Lehrkräfte, für Lehrmaterial und für Lehrpläne zu diskutieren. Und ich sage Ihnen allen, wenn Sie mit mir in die Gesichter sehen könnten, wenn Sie etwa die strahlende Freude von Frau Darici spüren könnten, die die AG leitet, dann wüssten Sie, dass der Schlüssel zum Erfolg die Wertschätzung, die Augenhöhe und die Neugier liegt, in der Neugier liegt, die wir nicht nur den populären Sprachen entgegenbringen. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam die sprachlichen und kulturellen Schätze auch etwa des Kurdischen oder des Arabischen entdecken. Und ja, auch des Türkischen, das sage ich gerade heute sehr, sehr bewusst. Ich bin und wir als Grüne sind nicht bereit, die demokratisch gesinnten Menschen in der Türkei und unsere Mitbürgerinnen hier mit türkischem Migrationshintergrund hier in Deutschland und hier in Berlin, wir sind nicht bereit, sie mit Erdogan allein zu lassen. Und wir sollten auch deshalb unsere Worte in Richtung Konsulatsunterricht sehr weise abwägen, nicht nur, weil es im sensiblen diplomatischen Kontext nicht immer klug ist, kraftvoll derbe Anklageleidenschaft als Sprachregister zu wählen. Aber eben auch, weil wir längst die Chance gehabt hätten und ausüben hätten sollen, diese Sprachangebote selbst das Land Berlin anzubieten. Wertschätzung, Pflege und Ausbau der Herkunftssprachen ist ein Schlüssel zu einem gedeihlichen, schönen Miteinander. Es ist vor allem auch ein Schlüssel zum Bildungserfolg für die Kinder und Jugendlichen, die dann endlich auch Schule auch als ihren Raum, als ihr Zuhause empfinden können. Und indem sie der Falle der doppelten Halbsprachigkeit herauskommen. Heute sprechen viele Kinder mit Migrationshintergrund in Berlin weder Deutsch noch ihre Herkunftssprache so gut, wie es im formalen Bildungskontext
oder auch im Arbeitsleben nötig ist. Wir hatten Gespräche mit der deutsch-türkischen Handelskammer, die gesagt haben, sie finden kaum jemanden, der einen türkischen Geschäftsbrief schreiben kann. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Das mache ich gerne, würde nur noch sagen, dass es gerade deshalb unser gemeinsames Ziel sein muss, echte Zweisprachigkeit zu fördern. Sie fördert nachweislich das Denk- und Lernvermögen. Es ist, dann den Kindern möglich, das Deutsche viel besser zu beherrschen, damit zu arbeiten, damit zu spielen, fröhlich zwischen verschiedenen Sprachregistern zu wechseln. Bin geneigt, Ihnen Lektüre von Feridun Çaymoğlu in ein Herz zu legen. Wer Kanak-Sprach schreiben kann und Evangelio, der weiß, was das Deutsche alles zu bieten hat. Sprachliche Vielfalt ist Reichtum, und ich sage hier Reichtum für alle. Vielen Dank. Ja.